So, dann sieht das auch schon mal relativ schick aus. Eimer hatte ich doch auch welche. Wo sind die denn hin? Da sind zwei Eimer mit Wasser gefüllt. Ja, komm, gib her den Kram. So, Wasser haben wir auch hier. Perfekt. Warte mal, da kann ich die Eimer eigentlich auch wieder voll machen. Man braucht das ja eh ständig und überall. Jetzt brauche ich eine Hure. Boah, wie ging denn die nochmal? Warte mal, ich glaube so. Jawohl. Bist denn gerade am Bauen? Was bist denn gerade am Bauen? Bin gerade im Keller. Weil du so ruhig bist. Nö. Vorhin habe ich schon, ich habe gerade schon geguckt vorhin, ob du überhaupt noch da bist. Hast du irgendwo Lillipads auf dem Meer hier gesehen? Also hier diese Seerosen? Mist. Keine Lillipads. Ja, dann nehmen wir mal vorausgesetzt. Ah, da ist sie doch. Eine Kiste könnte ich gebrauchen. Ja, wir machen mal lieber gleich zwei. Toll. Knack. Jetzt reicht's aber. Ich, wieso habe ich denn kein Brot mehr? Wo ist denn mein Brot hin? Och Mann. Wie brauche ich denn? 10 Lillipads brauche ich. Und 5 bis 10 Rosen.
Red Roses Fall. Nein, das Ding lassen wir mal lieber. Das steht mir nicht. Aber recht interessant, das ist schon ein uraltes Lied. Das heißt, glaube ich, sogar Red Roses for My Lady. Oder nee, Red Roses heißt das, glaube ich, was ich gerade ja, singen wollte. Ah, da kann ich. Warte mal, wenn ich einmal hier bin. Kann ich doch gleich mal abernten hier unten das Zuckerrohr. Da brauchen wir nämlich irgendwann mal, wenn wir so Zaubertische bauen, brauchen wir davon noch eine Tonne von dem Zuckerrohr. Weil man daraus Bücher macht. Und um die maximale Effizienz der Zaubertische zu erreichen, braucht man eine Menge Bücherregale. Bedauerlicherweise. Wird zwar für den Anfang hier unten scheiße aussehen, wenn hier so viele Zuckerrohrdinger stehen, aber das ist ja Kekskack egal. Hau ab, du Schaf, dich will keiner. Ah, hier haben wir noch einen. Noch eine Wasseranbindung. Kann auch von bauen. Okay, soweit, so gut. Weit so gut. Ich liebe es, Blattlaub mit dem Dings abzuarbeiten, mit dem, mit dieser komischen Dingsschere da. Wie schnell das geht. Boah, jetzt wird es aber ganz schnell Zeit, was zu essen. Ach du Kacke. Nur noch ein Brot, gleich verrecke ich auch noch. Schwimm schon! Schneller, du alter, dicker Sack. So. Jetzt habe ich nur noch ein Dreiviertel. Oder ein halbes. Ja, wo habe ich das denn hingetan? Ich habe das, echt alles rausgetan. Ich bin da so ein Idiot. Na, nehmen wir halt ein paar Koteletts mit. Doch noch nicht aufgegessen, verdammt nochmal. So, das sieht doch schon mal sehr schick aus hier.
Ah, ich hab nur wieder meine 17 Erde, ey. Nein, jetzt fehlt mir ein Stück Erde. Das kann nicht wahr sein, das baue ich jetzt irgendwo ab. Ah, hier kann man es eh abbauen, okay. Gut. Ich hab's aber heute auch wieder. Hoffentlich habe ich sie nicht alle verbaut. Ne, 4 Stück habe ich noch. Perfekt. Ah, ich habe sogar noch mehr. Druckplatten auch mitnehmen. Habe ich auch noch 10 von. Perfekt. Für ein Schild brauche ich. Ein Schild brauche ich. Mikey, ich mach Feierabend. Feierabend, ja, dann warte, machen wir gleich. So, was sagst du denn zu unserem Weg hier? Eine schöne Hecke. Einen echten Weg. Sitzgelegenheit gibt es hier hinten auch noch. Wobei die Sitzgelegenheit relativ gefährlich ist hier hinten. Ja, du, das sind ja Leitern. Du kannst ja über die Leitern hochklettern. Und dann legt sie nach unten. Oh, jetzt ist sie nicht mehr ganz so gefährlich. Wo hast du die Hecke denn her? Die habe ich mit der... Wie heißt das Ding nochmal? Mit der Schere kannst du die Bäume beschneiden. Also die Blätter, die eigentlich an den Bäumen sind, kannst du abschneiden. Guck mal hier. Dann sieht das so aus. Man muss einfach nur ein bisschen erfinderisch sein. Ich finde, das sieht cool aus. So. Echt gut aus. So, machen wir mal hier alles dicht. Nee, warte mal, ich muss eben noch 2 Steine wo weghauen. Ich hoffe, ich habe noch eine Leiter. Ne, habe ich nicht. Ach, das. Sonst vergesse ich nämlich, dass ich da noch was vorhab. So. Klappe zu, Affe tot. Ah ne, ich lege mich ins Bett. Ins Bett legen ist immer cool. Mann, Alter. Achso, ich habe ja auch eine Druckplatte. Bin ich doof. Oh. Dann, Freunde der Nacht. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Ciao. Ciao.